glaube ich, weggebeamt. Nee. Oh, jetzt hat er mich gegrabt. Ich habe keinen. Ich dachte echt, der hätte mich runtergeschluckt. Aber ich glaube, das war gar nicht so ein beschissener Try, oder? Alter, das ist ja eine Mischung aus Radan und einer Sternfallbestie. Ja! Hab ich mich erschrocken. Tja, Leute, also ich glaube, ohne eine gewisse Ablenkung, ich weiß es nicht. Also es ist schon schwierig, wenn er sich nur auf dich fokussiert. Sieht total cool aus. Da kriegst du mich aber jetzt nicht mit. Deinem vorgeschobenen Kugelbällchen. Ja, ne? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Elden Ring. Sekunde. Da was vergessen einzublenden. So, da sind die Runen. Ja, wie gesagt, willkommen zurück hier zu einer neuen Folge von Elden Ring. An die heimischen Zuschauer, an ihren Wiedergabegeräten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Bock mitgebracht. Ich habe tatsächlich ehrlich gesagt wenig Bock. Es hat aber nichts damit zu tun, dass ich keinen Bock auf Elden Ring habe, sondern eher darauf, dass ich keinen Bock habe, diesen Boss zu killen, weil ich den doch ziemlich heftig fand das letzte Mal. Also die Range für einen Nicht-Zauberer ist in diesem Fall doch ehrlich gesagt ziemlich hart. Also dieser lange Schwanz, der dich da weghaut. Ich bin mal gespannt. Ich kenne ja noch gar nicht das ganze Moveset. Wir werden es versuchen. Ich habe allerdings ein klein bisschen was umstrukturiert. Ich habe mein Schild mal, da habe ich mal einen Blutverlust draufgelegt und habe dieses talentlose Asche draufgepackt, damit ich meine Waffenfertigkeit nutzen kann. Und ich habe mal den Helm von dem anderen Set angezogen und andere Handschuhe, weil die doch ein Ticken besser sind als die von dem Radan-Set. Ich bin tatsächlich noch am Überlegen, ob ich auch die ganze Rüstung von diesem Fettwanst anziehe. weil das doch ein Stück besser ist als das von Radan, aber das ist halt auch dafür sau schwer. Da muss ich irgendwie gucken, dass ich das wieder ausgeglichen kriege, vielleicht mit einem anderen Schild oder so. Naja. Ja, darüber hinaus habe ich mir noch ein paar andere Aschen dazu geholt. Ich muss auf jeden Fall eine Rune fressen, weil ich würde gerne wahrscheinlich, wenn ich sie nutze, würde ich gerne Olegs Rune nutzen. Dafür brauche ich aber 100 FP. Die habe ich so nicht. Die, dafür müsste ich die einen Runenbogen nehmen. Dann hätte ich die. Und ich habe mir mal die Imitatorentränen-Asche noch hier raufgelegt, weil mir doch gesagt worden ist in einem Kommentar, das ist aber schon ein paar Folgen her, dass das eine sehr, sehr krasse Asche sein soll, weil sie eben einmal einen selbst komplett imitiert und irgendwie wahrscheinlich auch noch ein bisschen besser ist als man selber. Wie immer gilt, wir versuchen es erstmal ohne. Und gehen erstmal rein und gucken, was passiert. So, jetzt muss ich nur mal schnell sein, weil ich keinen Bock habe, mich von dem wieder wickeln zu lassen. Der macht den auch zweimal, ne? Weil ich ja noch nicht so nah an ihm ran bin. Boah, Alter, was war das denn? Der hat sich weggebeamt? Ja, das ist das, was ich meine. Dieser Typ, der ist einfach scheiße zu handeln, wenn du Nahkämpfer bist. Hast aber Glück gehabt, mein Freund. Wow, was ist das? Okay. Das erinnert ein bisschen an diese Sternfallbestie oder wie die heißt.
glaube ich, visier den mal besser nicht an. Ah, da check ich noch nicht. Jetzt hat er sich wieder, glaube ich, weggebeamt. Nee. Oh, jetzt hat er mich gegrabt. Ich habe keinen. Ich dachte echt, der hätte mich runtergeschluckt. Aber ich glaube, das war gar nicht so ein beschissener Try, oder? Ich glaube, seine Schwäche ist tatsächlich, wenn du dich unter seinem Kopf oder dahinter aufhältst. Das funktioniert, glaube ich, gar nicht so beschissen. Tja, damit kriegst du mich nicht, mein Freund. Das erinnert mich echt an die Sternfallbestie. Das habe ich nicht gecheckt, dass er mich da noch kriegt. Hallo, jetzt ist aber mal gut. Ich raff gar nicht, was der da treibt. Ich muss ihn doch anvisieren. Was macht er denn da? Ich sehe überhaupt nichts. Dass er mich da kriegt, ist aber auch scheiße. Alter, das ist... Was macht er jetzt? Jetzt blinkt er sich wieder weg, Alter. Alter, das ist ja eine Mischung aus Radar und einer Sternfallbestie. Versuchst du von ihm wegzulaufen und er kriegt dich trotzdem? Tja. Okay, hier scheint jemand geheiratet zu haben, falls man das in der Aufnahme gehört hat. Hier ging gerade tierisches Huben ab. Ach, nee. Heftiges Vieh auf jeden Fall. Ich habe aber auch fast den Eindruck, dass hier tatsächlich ein Schild fast gar nichts bringt. Außer jetzt hier für den Anfang vielleicht, wenn er da dem hier ausweichen muss, das bringt.
Manchmal habe ich den Eindruck, er macht gar nichts und dann macht er wieder irgendwas ganz Krasses. Ich mich erschrocken. Tja, Leute, also ich glaube, ohne eine gewisse Ablenkung, ich weiß es nicht. Also es ist schon schwierig, wenn er sich nur auf dich fokussiert, dann ist das echt nicht ohne. Also klar, kein Boss in Elden Ring ist irgendwie ein Witz, bis auf der ein oder andere vielleicht, aber das hier ist schon eine krassere Kiste. Also der ist echt übel. Weil der hat halt ein ultra großes Repertoire an Angriffen. Und ist halt auch immer wieder auf Fokus bei dir selber. Und dementsprechend ist das schon echt krass. Und er hat eine ultra hässliche Fresse. Das wollen wir mal gerade mal dazu sagen. Ach so, das sind haben so einen gewissen Fokus, die Dinger, dass die austreiben. Weg, weg, weg! Na, hat er mich noch. Das sieht schon total geil aus, das muss man einfach mal sagen. Das ganze Vieh sieht total cool aus. Da kriegst du mich aber jetzt nicht mit. Deinem vorgeschobenen Kugelbällchen. Was? Der müsste doch besessen haben. Boah. Aber auch eine Range, ne? Das ist auch so Sternfall-Bestien-Style, ne? Jetzt bin ich wieder tot. Oder? Nee, noch nicht. Wo ist er denn jetzt? Diese Portnummer, die ist schon echt krass. Das war gar nicht dieser Strahl. Scheiße. Halt
Der trifft dich aber auch mit allem, was er hat, ne? Mit jedem scheiß Körperteil trifft er dich. Aber auch ein Scheiß. Jetzt bin ich schon wieder. Jetzt ist er genau wieder hier aufgetaucht. Nein, nicht wieder diese Nummer. Nicht wieder diese Nummer. Ah. Oh. Ja, genau, ey, der hat aber auch ein Glück mit seinem Movement, Alter. Dabei hatten wir ihn jetzt schon fast. Also da hat ja echt nicht mehr viel gefehlt, ne? Puh. Na, ich weiß es nicht. Also der ist... Energiemäßig haue ich ihn gut runter, aber der hat halt einfach ein Moveset dabei. Das ist schon echt nicht ohne. Gut, versuchen wir es nochmal. Krass, guck mal, er visiert ihn aber direkt wieder an, ne? Das ist natürlich auch ganz nett. Na gut, damit habe ich jetzt nicht so richtig gerechnet. Mist, ich dachte, ich könnte ihn da vielleicht zweimal bekommen. Na, ich glaube, das ist mein Tod, oder? Ja. Ich will halt auch keinen Runenbogen verschleudern, weil mit der Energie, die ich habe, komme ich eigentlich einigermaßen hin. Aber es ist echt eine Mischung aus einer Sternfallbestie und Radan. Oder vertue ich mich hier? Weil es ist ja, sind ja viele Attacken dabei, die dem Ganzen wirklich ähneln, ne? Die Nummer kannte ich jetzt, glaube ich, noch gar nicht.
ist aber blöd, ne? Du rennst gegen seinen Körper und wirst auch dann getroffen. Also das ist schon ziemlich nervig. Wenn er dir so kommt, dann hast du echt verkackt. Also weil du kannst dich gar nicht so schnell drehen, dass du das mitbekommst. Es ist doch echt lächerlich. So, jetzt reicht's mal. Ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Der Typ hat ein Timing. Da komme ich nicht drauf klar. Also ich habe da jetzt keinen Nerv mehr drauf. Ich versuche jetzt mal einen Runenbogen zu nehmen und vielleicht mir mal den Oleg daran zu rufen und mal gucken, was dann passiert. Das nervt mich. Also der Typ, der... Ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Es nervt mich einfach nur. Und ich hatte ihn ja schon fast. Jetzt hat Oleg schon einen abbekommen. Ja komm, Junge, nicht da stehen bleiben. Boah, ich dachte, der wäre festgebackt. Das wäre jetzt natürlich der Knaller gewesen. Der Oleg hält gar nicht so viel aus, kann das sein? Ist aber daneben geschossen, aber kräftig. Guck mal an, Alter, was der dem für ein Damage macht. Vielleicht die Asche schon hin. Ja, die Nummer, die ist richtig scheiße. Hast du mich nicht gekriegt, du Sack.
Nicht gierig werden, jetzt hast du ihn doch gleich, du Idiot. Ach Mann, der hat ein Timing, der Typ, das nervt. Jetzt geh endlich sterben, du hässlicher alter Sack, ey. Leck mich fett, Junge. Echo der Ausgeburt. Oh, alter Schwede, Errungenschaft. Astel des hässlichen Penunsenkopf-Reservoir hier. Alter Schwede, ist das ein Drecksvieh, du, ey. Also das Ding ist, ich reg mich da nicht so drüber auf bei so einem Kampf, weil der halt so eine absolut gemächliche Nummer hat, dich zu bekämpfen. Deswegen komme ich da nicht in so einen Rage-Modus, weil das ist wie auf dem Trödelmarkt einkaufen gehen. Du findest was Geiles und willst dann handeln, aber du erlässt dich nicht. Und du musst dir eine Stunde bequatschen, bis du das dann bekommst zu dem Preis, wo du es haben willst. Deswegen rege ich mich hier nicht auf. Wenn das jetzt so ein Kampf wie gegen Radahn zum Beispiel ist, nur mal als Beispiel, da rege ich mich auf, weil der Typ halt auch Stress schiebt. Ne? Der rennt um dich rum, haut dir aufs Maul von allen Ecken und Kanten und ist halt ultra krass drauf und so. Ja, da finde ich, ist das ein bisschen was anderes als hier bei Astel. Astel ist ein cool gestalteter Boss. Finde ich, ist aber kein krasser Boss. Also es kann natürlich sein, dass das auch in meinem Spielstil liegt. Ich habe einen Kumpel, der hat einen komplett offensiven Spielstil. Der macht ganz gerne so zwei Kampfwaffen, zwei Händer, also dann aber in beiden Händen jeweils eine davon und ohne Schild. Und das ist halt ein Spielstil, den würde ich demnächst auch gerne mal probieren, aber ich glaube, dass ich da nicht so gut drin bin, weil ich halt diesen Rückzugsort hinterm Schild ein bisschen brauche. Ja, und dementsprechend ist das immer sehr schwierig für mich. Aber solche Gegner, die kriegt man dann einigermaßen gut durchschaut und kann sie dann auch gut machen. So. Was ist das denn jetzt da noch? Da ist ein Siegel drauf. Kommt man da nicht rein? Ohne ein Eidring kommt ihr nicht weiter. Ohne ein Eidring. Tja. Oh, jetzt muss man wieder herausbekommen, wo man diesen Eidring herbekommt, beziehungsweise wo man generell den Ring speziell jetzt für diese Wand herkriegt. Das ist aber mit Sicherheit nirgendwo hier, oder? Hm. Tja. Könnt ihr mir ja gerne mal ein bisschen was in die Kommentare hauen, weil das ist wieder bestimmt wieder mal irgendwie sowas, wo man in keinster Weise irgendwie weiterkommt, ohne es entweder zu wissen, herausgefunden zu haben oder um es nachzugucken. Dementsprechend haut einfach mal eine Info raus, einen kleinen Cliffhanger, wo man sich denken kann, okay, das könnte passen, da könntest du was finden. Andererseits... Ja, wie gesagt, es ist einfach schwierig, dann das selbst herauszubekommen, weil die Welt halt ultra groß ist und man halt auch ein bisschen dann eben gucken muss, wie es weitergeht. Wir haben die Info bekommen, dass wir mit dem Schlüssel, den wir das letzte Mal erhalten haben, diesem, steht auch da, Schlüssel für die Schatztruhe der Prinzessin von Caria, ja, da können wir mal hingehen. Das müsste ja dann hier im Palast sein, also beziehungsweise in der großen Bibliothek. Da kann man wohl diesen Schlüssel einlösen, beziehungsweise kann man da irgendwo eine Truhe mit öffnen. Hier hockt sie. Bei ihr selber wird das ja wohl nicht gehen, oder? Ach, guck an. Ach, die habe ich ja ganz vergessen. Die konnte man ja nicht öffnen. Sehr cool. Dunkelmondring. Das ist aber jetzt nicht dieser Ring, mit dem man da unten reinkommt, oder? Das Merkwürdige ist, dass der halt auch bei den
bei den Gegenständen hier nicht bei ist. Oder habe ich ihn jetzt übersehen? Doch, da ist er doch. Der Ring des kalten Eids von Mondprinzessin Rani. Ein Ring mit einer bleiernden Vollmondperle. Der Ring, den Mondprinzessin Rani ihrem Gemahl geben soll, ist das Symbol eines eiskalten Eids. Da Rani eine himmlische ist, erhielt ihr Gemahl das Anrecht auf den Fürstentitel. In den Ring ist eingraviert: Wer auch immer ihr seid, entfernt den Ring niemals von diesem Ort, denn die Einsamkeit der Nacht gehört nur mir allein. Okay, wir versuchen es mal. Vielleicht kommen wir dahin. Beziehungsweise vielleicht kommen wir damit da durch, keine Ahnung. Ist ein Eidring. Was ist da, ne? Krass. Cool. Das hat ja gut funktioniert. Ihr könnt euch den Kommentar übrigens sparen. Ich habe es selbst herausbekommen. Beziehungsweise natürlich mal wieder eine kleine Hilfestellung durch einen Kommentar, dass man mit dem Schlüssel da hingehen kann. Wobei das auch in der Beschreibung des Rings stand. Allerdings muss ich dazu sagen, das hätte ich wahrscheinlich so schnell auch selber nicht rausgefunden, weil ich das nicht so schnell gelesen hätte. Aber gut, wir haben es geschafft. Wir sind hier durchgekommen. Jetzt ist die Frage, wo führt uns dieser Aufzug hin? Wahrscheinlich direkt zum nächsten Boss und wir kriegen jetzt wieder richtig auf die Schnauze. 80.000 Runen. Ich habe die eben alle ausgegeben, um ein paar Waffen aufzuwerten und so. Man könnte mal gucken, was man hierfür bekommt. Weil wenn ich dafür nichts bekomme, würde ich die einfach konsumieren. Mondlichtaltar. Okay, wartet mal eben. Bevor wir jetzt hier weitermachen, beziehungsweise hier mal gucken, was hier abgeht, möchte ich erstmal kurz gucken, was ich für die Rune von diesem Astel bekäme. Weil wenn das nichts ist, dann werde ich die konsumieren und mir dafür gegebenenfalls ein Level abholen. So, das hier ist dieses Wellending zur Verwendung mit Großäxten, Kriegshämmern, großen Speeren und gigantischen Waffen. Das ist eigentlich gar nicht so scheiße. Verliere deine Waffe in die Tät, ne? Und was ist das hier? Flegelschlag. Sternennebel. EDC 65. Krasses Teil. Ein Flegel, der das Echo von Astel einst mit magischer Kraft erfüllte, verursacht Magieschaden und besteht aus denselben vierfarbigen Sterntrümmern wie die Ausgeburt des Abgrunds. Einzigartiges Talent. Sternnebel erfüllt die Sterne der Ausgeburt mit Magie für einen ausladenden Schlag. Dieser Angriff erzeugt eine dunkle Sternwolke, die nach kurzer Zeit explodiert. Das ist wahrscheinlich das, wo er mit dem Arm, mit der Hand gemacht hat. Ja, das hier ist eigentlich echt geil. Die Kriegsasche verleiht einer Waffe die Affinität magisch und folgendes Talent. Wellen der Finsternis. Rammt die Waffe in den Boden, um drei Wellen der Finsternis zu entfesseln. Setzt mit einem starken Angriff nach, um die Waffe in einen weiten Bogen zu schwingen. Zur Verwendung mit Großäxten, Großkriegshämmern, großen Speeren und gigantischen Waffen. Das wäre tatsächlich was für diesen Hammer, ne? Das ist eigentlich ziemlich nice. Den Flegel, das ist halt, glaube ich, eine Einhandwaffe, ne? Die macht Magieschaden und körperlichen Damage. Ja, finde ich nicht so cool. Weil das Problem ist, die ist recht schwach. Die müsstest du echt übelst pushen. Und wenn das eine Einhandwaffe ist, ein Flegel ist eigentlich sowas wie ein, also ist wie ein Morgenstern. Nur, dass das eben nicht mit einer Kette verbunden ist, sondern dass die Kugel direkt auf dem Stab drauf sitzt. Also quasi das, was man hier abgebildet sieht. Das ist eine Art Flegel. Aber ich glaube, dass ich mir das holen möchte. Gut, damit haben wir es. Da haben wir jetzt natürlich die Chance vertan, einen Levelabzug erhalten. Aber das macht nichts. Wir gehen nochmal zum Mondlichtaltar.
Jetzt ist die Frage, wo ist dieser Altar? Ist der hier mittendrin? Sieht so aus, ne? Alter! Ihr geht mir jetzt hier nicht auf den Sack, das verspreche ich euch. Ihr seid solche Feiglinge. Hier irgendwie einen Dungeon oder was? Oder was soll man jetzt hier? Kann ja nicht sein, dass man jetzt nur von diesen Idioten geärgert wird. Die Scheißen. So, hier ist auf jeden Fall schon mal nix. Irgendwie ist hier jetzt auch alles in dieses Licht gehüllt, ne? Das ist schon komisch. Also ich weiß jetzt gerade nicht wirklich, was damit anzufangen. Ich meine, wir haben den Ring da entfernt, alles gut und schön, und das kann natürlich jetzt der Auslöser sein, dass hier dieses ganze Gebiet anders aussieht. Aber was mir das jetzt groß sagen soll, weiß ich jetzt gerade im Moment noch nicht. Ja, macht die Ruinen hier noch mehr kaputt. Das ist sehr, sehr klug. Dungeon oder sowas, ne, wo man rein kann, oder ein Eingang oder irgendwie was. Oder soll ein das jetzt tatsächlich nur darauf hinweisen, dass man durch Entfernen des Rings quasi das ganze Gebiet hier in dieses Mondlicht getaucht hat? Das kann natürlich auch möglich sein. Jetzt noch mal kurz hier die Seiten ab, wo ich noch nicht war, beziehungsweise wo ich glaube, dass ich noch nicht war. Aber so ganz schlau werde ich da jetzt nicht raus. Aber es scheint ja jetzt tatsächlich so zu sein, dass dieser ganze Bereich hier unten in dieses Mondlicht getaucht ist, ne? Okay, mal gerade den Gaul rufen. Vorne ist ja noch eine Ruine. Ist das? Ach du Scheiße. Schimmerstendörfer Adula. Klar. Kenne ich. Was ist mit der Gaul kopiert?
Weißt du was? Ich probiere mal was. Ich habe sie bisher noch nie gerufen. Ich will es jetzt mal wissen. Was? Wenn der jetzt wieder Folge da ist, ne? Dann kriege ich aber zu viel. Nur weil er sich hier weit entfernt? Das sieht nicht so aus. Ich glaube, es ist noch so wie vorher. Ah, das ist so lächerlich. Ach, jetzt hat er auch noch ein Schwert dann irgendwann. Okay. Kranker Scheiß. Tja. Ein Try machen wir noch und dann machen wir einen Cut. Weil das ist schon echt knackig, immer so 50, 100 Minuten, 50 bis 120 Minuten Folgen zu schneiden. Die sind doch ziemlich zeitaufwendig. Das muss dann eigentlich nicht sein, weil mir da immer recht viel von meiner Freizeit fliegen geht. Weil es mir auch tatsächlich sehr viel Spaß macht, das zu machen. Ja, genau. Schlag immer ins Leere. Du bist richtiger Held. What the fuck? Also irgendwas scheint der Typ ja da hinten zu bewachen, sonst wird er ja da nicht rumhocken. Gut. Irgendwie ist das jetzt wieder so eine Situation, wo ich mir denke, ihr habt mir als allererstes, gebt ihr mir diesen Blutdrachensoldaten oder was es ist im Fäulnissee. Danach haut er mir Astel, diese Ausgeburt des Abgrunds, um die Ohren. Gut, der war jetzt nicht so krass, aber es war auch nicht ohne. Und jetzt kommst du hier raus, sitzt mal kurz in der Gnade, trinkst mal gerade einen Kaffee und bekommst dann diesen Schimmerstein-Drachen-Idiotenkopf hier um die Ohren geknüppelt. Also das hört das auch nochmal auf? Muss man hier auch nochmal irgendwas erkunden und irgendwie etwas herausfinden, beziehungsweise sich irgendwo durch ein normales Dungeon durchknüppeln, oder ist das jetzt nur noch, dass man von Boss zu Boss springt? Naja, liebe Leute, wir werden es in der nächsten Folge erfahren. Da werden wir es auf jeden Fall versuchen, dieses Drecksvieh umzuhauen. Ich hoffe, dass es klappt, weil der Damage-Output, der ist ja jetzt nicht so gering, dass wir da irgendwie völlig daneben liegen. Was ich tatsächlich mal gerade machen wollen würde, ist dieser Blutungsverlust auf dem Schild. Der ist völlig für den Arsch, weil das Problem an der Geschichte ist, dass der mir... So, der haut mir nämlich 5% meiner physischen Körperhaltung, meiner physischen Körperabwehr-Damage, der reinkommt, weg. Finde ich nicht so geil. So, in dem Fall ist es jetzt wieder gut. Leute, danke fürs Zugucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Schaut mal im Stream vorbei. Ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Bock dran oder Interesse dran. Fände ich ganz nett und cool. Da wird auch immer auf Twitter fleißig abgestimmt, was dann gezockt wird. Meistens aber nur für in der Woche, weil sonntags denke ich mir dann ein bisschen selber was aus. Ja, und ansonsten wünsche ich euch alles Gute, habt eine angenehme Woche und ich hoffe, euer Montag war soweit gut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, ne? Macht es gut, ciao.